Professor, glauben Sie, dass das der richtige Schritt ist? Was meinen Sie? Die Welt wird von den Geheimdiensten und ihrer Schnüffelarbeit überschwemmt. Und Sie finden, die beste Antwort darauf ist, einen weiteren Geheimdienst zu gründen? Ja, weil dieser Geheimdienst anders ist. Es ist der Geheimdienst, der die Geheimnisse der anderen aufdeckt. Der Geheimdienst zu enden, alle Geheimdienste. Da haben wir uns ja ganz schön viel vorgenommen. Verstehen Sie es als eine Hochzeit zwischen Vernunft und Leidenschaft? Ich weiß nicht. Also, wenn ich je heiraten sollte, dann eine Stewardess. Oh, da fällt mir eine tragische Geschichte mit glücklichem Ausgang ein. Über einen Mann, der eine Stewardess geheiratet hat. Interessiert Sie die zufällig? Warum nicht? Erzählen Sie. Ja, leider habe ich hier an diesem wichtigen Tag noch andere Dinge zu tun, als Geschichten zu erzählen. Aber hier. Lesen Sie das hier. Da steht alles drin. Neben den Romanen hat Ian Fleming eine Reihe von Kurzgeschichten mit seinem Helden James Bond geschrieben. Die Kurzgeschichten sind in verschiedenen Publikationen erschienen, bevor sie zu einem Buch zusammengefasst wurden. Das erste Buch mit einer Kurzgeschichtensammlung ist In tödlicher Mission. Es erschien erstmals in Englisch 1960 und enthält insgesamt 5 Kurzgeschichten. 3 dieser Kurzgeschichten standen ja mehr oder weniger Pate für 3 der offiziellen James-Bond-Filme. Die erste Geschichte trägt den Titel Im Angesicht des Todes. James Bond hält sich in Paris auf. Eigentlich ist er nicht dienstlich dort. Doch eine Angestellte der französischen Abteilung des britischen Geheimdienstes nimmt mit ihm Kontakt auf. Ein Meldefahrer des MI6, der auf einem Motorrad unterwegs war, ist erschossen worden. Bond erhält den Auftrag, den Mörder zu finden. Auf der Strecke des Meldefahrers in einem Wald entdeckt Bond einen geheimen Bunker, der von Russen betrieben wird. Um diesen auszuheben, kommt Bond auf die Idee, selbst als Meldefahrer zu fungieren und den russischen Agenten eine Falle zu stellen. Nun, jeder, der den Film Im Angesicht des Todes gesehen hat, wird feststellen, da gibt's nicht viel Gemeinsamkeiten. Allein die Örtlichkeit ist es, aber die Handlung hat komplett nichts mit dem Film zu tun. Oder umgekehrt, der Film nichts mit der Handlung dieser Kurzgeschichte.
Es wurden nicht einmal Namen von Figuren übernommen, wie zum Beispiel der von Bonds Kontaktperson Mary Ann Russell. Ein bisschen anders verhält es sich da mit der zweiten Geschichte, die dem ganzen Buch auch ihren Namen gab, in tödlicher Mission. Dabei geht es um das Ehepaar Havelock. Diese haben einen Grundbesitz auf Jamaika und ein gewisser Major Gonzales möchte diesen Grund kaufen. Das Ehepaar Havelock lehnt ab und daraufhin werden sie ermordet. Nun waren die Havelocks mit M, Bonds Vorgesetzten, befreundet. Und tatsächlich gibt M. Bond privat den Auftrag, die Mörder der Havelocks auszuschalten. Dabei handelt es sich um diesen bewussten Gonzales und einen Hintermann namens Van Hammerstein. Um diese auszuschalten, reist Bond nach Kanada und dort kommt ihm Judy Havelock, die Tochter des Ehepaars, in die Quere. Bonds Auftrag gerät in Gefahr, denn sie möchte den Tod ihrer Eltern selbst rächen. Von dieser Geschichte wurden zumindest die Grundzüge übernommen in den Film In tödlicher Mission. Auch dort gibt es ein Ehepaar Havelock, es gibt eine Tochter, die deren Tod rächen möchte, aber die Umstände sind ein bisschen anders. Außerdem heißt die Tochter im Film aus irgendwelchen Gründen nicht Judy, sondern Melina. Aber selbst der Killer Gonzales durfte seinen Namen behalten. Bei Geschichte Nummer 3, Ein Quantum Trost, wurde leider wieder gar nichts in den Film übernommen. Außer dem Titel. Das finde ich sehr schade, aber dazu komme ich gleich noch. Worum geht's in der Geschichte? Zwischen zwei Aufträgen muss Bond etwas Public Relation für den Geheimdienst machen und ist auf einer Party eines Gouverneurs in Nassau. Bond langweilt sich nach Kräften und als ein Gespräch auf das Thema Ehe kommt, platzt er laut raus, dass wenn er überhaupt jemals heiraten würde, dann eine Stewardess. Der Gouverneur nimmt Bonds Ball auf und erzählt die Geschichte eines gewissen Philip Masters, der eine Stewardess geheiratet hat. Anhand dieser Geschichte erklärt der Gouverneur sein Prinzip des Quantums Trost oder sagen wir mal, um das Fremdwort zu vermeiden, des Minimums an Trost. Der Gouverneur sagt über Beziehungen zwischen Mann und Frau, sie können nur überleben, solange eine grundlegende Menschlichkeit zwischen den beiden Parteien besteht. Wenn jede Liebenswürdigkeit fort ist, wenn es einer Person offensichtlich vollkommen egal ist, ob die andere tot ist oder lebt, dann hat es einfach keinen Zweck mehr. Diese besondere Verletzung des Egos, schlimmer noch, des Selbsterhaltungstriebs, kann niemals vergeben werden. Unheilbare Krankheiten, Blindheit, Katastrophen, all das kann man gemeinsam überstehen, aber niemals den Tod des allgemeinen Respekts gegenüber dem Partner. Ich habe darüber nachgedacht und mir eine recht hochgestochen klingende Bezeichnung für diesen grundlegenden Faktor in menschlichen Beziehungen ausgedacht. Ich habe ihn das Quantum Trost genannt. Und was den Film Ein Quantum Trost betrifft, da finde ich es schade, dass man nicht zumindest diese Erklärung irgendwie hat einbauen können. Bis auf den Namen der Verbrecherorganisation Quantum, die Bond in dem Film bekämpft, hat der Titel so nicht wirklich einen Bezug. Und die Möglichkeit, eine Szene einzubauen, in der das Prinzip des Quantum Trosts erklärt wird, hätte es tatsächlich gegeben. Bond fliegt in dem Film zum Beispiel mit Mathis nach Südamerika. Mathis hätte im Hinblick auf Vesper Lynd aus Casino Royale, dem Film davor, sehr gut diese Geschichte um das Quantum Trost erzählen können. Und die Szene hätte, wenn sie richtig geschrieben worden wäre, auch gar nicht langweilig sein müssen. Es hätte den Film im Gegenteil nochmal aufgewertet. Leider hat man diese Möglichkeit verpasst und so ist, wie gesagt, außer dem Titel leider gar nichts in den Film eingeflossen. Das ging eigentlich auch nicht so wirklich, weil diese Kurzgeschichte ist sehr ungewöhnlich. Ich persönlich habe den Eindruck, dass sie für die James-Bond-Fans geschrieben wurde. Fleming wollte nämlich eigentlich mit den James-Bond-Romanen ja darstellen, wie hart die Arbeit des Geheimdienstes ist. Stattdessen hat er eine Ikone geschaffen. Viele Männer wollten auf einmal so sein wie James Bond, so draufgängerisch, so beliebt, so sexuell aktiv. Und Ein Quantum Trost macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, als wollte Fleming sagen, hey, diese Welt, in der James Bond lebt, die ist völlig abgedreht und die hat nichts mit dem wirklichen Leben, das die meisten Menschen führen, zu tun.
Aber auch im alltäglichen Leben können sich Dramen abspielen. Da braucht es keinen James Bond oder keinen Q, keine Gadgets, gar nichts. In Fleming wird diese Idee, das Geheimdienstleben eines James Bond im Kontrast zum normalen Leben darzustellen, nochmal in einem Roman aufgreifen, aber dazu kommen wir dann bei Zeiten. Die vierte Geschichte in dem Buch trägt den kurzen Titel Risiko. Bond trifft sich dort mit einem gewissen Christatos, einem Hinweisgeber, der ihn von dem Drogenschmuggler Columbo erzählt. Christatos versucht Bond zu überzeugen, dass es das Beste wäre, Columbo auszuschalten. Doch bevor Bond irgendwas unternehmen kann, wird er von Columbus Leuten entführt. Und Columbo behauptet, nicht er sei der Böse in dem Spiel, sondern Christatos selbst. Bond muss sich nun entscheiden, wem glaubt er mehr? Okay, und wer ein paar der alten James-Bond-Filme gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich denken, das kommt mir doch auch irgendwo bekannt vor. Ja, das ist richtig. Dieser Plot von Risiko ist komplett in den Film in tödlicher Mission mit eingeflossen. Während in der Kurzgeschichte in tödlicher Mission ein gewisser Van Hammerstein der Bösewicht war, so ist es in dem Film, ich denke, das kann ich sagen, Christatos. Und die Verwirrgeschichte um Columbo und Christatos nimmt die zweite Hälfte des Films ein. In der Tat wurde die Kurzgeschichte ziemlich genau in den Film integriert. Die letzte Geschichte des Buchs, die Hildebrand-Rarität, zeigt Bond noch einmal privat. Bond ist auf den Seychellen unterwegs. Dabei reist er auf der privaten Yacht eines gewissen Milton Crest, der Wave Crest. Crest besitzt eine Stiftung, und um diese Stiftung zu legitimieren, muss er einen ganz bestimmten Fisch, die sogenannte Hildebrand-Rarität, anbringen. Doch Bond stellt fest, dass Crest kein sehr angenehmer Zeitgenosse ist. Während des Essens, nachdem er ein paar Gläser Alkohol getrunken hat, fängt er an, zuerst Bond zu beleidigen, dann Fedele Barbe, einen mitreisenden Italiener, und in der Nacht bekommt Bond mit, dass Crest seine Frau Liz verprügelt. Crest gelingt es tatsächlich, den seltenen Fisch zu finden. Und am Morgen danach, nachdem er sich wieder mal sehr schlecht benommen hat, ist er tot. Jemand hat ihm die Hildebrand-Rarität in den Mund gesteckt und er ist daran erstickt. Bond versucht nun herauszufinden, wer das war. Entweder die Ehefrau oder der mitreisende Fedele Barbe. Und auch bei dieser Geschichte klingelt es beim James-Bond-Fan so im Hinterkopf, da habe ich doch was schon mal gehört. Ja genau, Milton Crest und die Wave Crest. Die beiden fanden Eingang in den James-Bond-Film Lizenz zum Töten. Mehr aber auch nicht. In den Kurzgeschichten kommt zwar der ausladende Ian Fleming-Schreibstil nicht so ganz zum Ausdruck. Natürlich geht das nicht, denn es sind ja Kurzgeschichten. Aber sie zeigen dafür ein paar andere Facetten von James Bond. Und hin und wieder auch Dinge, die zumindest in der alten James Bond-Serie nicht so gezeigt wurden. So zum Beispiel den Privatmann James Bond. Eigentlich ist Bond in dem Buch nur in zwei Geschichten in offizieller Mission unterwegs, nämlich bei Im Angesicht des Todes und Risiko. In tödlicher Mission ist er auf private Bitte von M unterwegs. Bei Ein Quantum Trost besucht er eine Dinnerparty und die Hildebrand-Rarität, da ist er auch nicht offiziell unterwegs. Erwähnen muss ich natürlich auch nochmal, dass der Roman bzw. die Kurzgeschichten in den 1950er Jahren entstanden sind und die damalige Sprache verwenden, die heutzutage ja ein bisschen hart rüberkommt und manchmal auch etwas rassistisch. Die beiden Übersetzerinnen Annika Glüber und Stefanie Pannen haben die Sprache nicht abgemildert. Sie haben sie so belassen, wie sie ist. Dafür, diesen Klassiker in seiner ursprünglichen Form lesen zu können, gebührt dem Crosscult Verlag eine hohe Anerkennung. Und nicht nur dafür. Wie ich mittlerweile mitbekommen habe, endet die James-Bond-Reihe nicht mit dem letzten von Fleming geschriebenen Roman. Crosscult möchte auch einige der Nach-Fleming-Romane veröffentlichen. Zwei sind bereits angekündigt. Da kann ich nur sagen, super Idee. Ich bin gespannt auf diese Fortsetzungen. Und natürlich gibt's für das Buch In tödlicher Mission eine Kaufempfehlung. Wenn ihr es noch nicht habt, holt's euch.
Eine Möglichkeit zum Bestellen gibt's in der Beschreibung dieses Videos. Wenn ich kurz ein paar Worte sagen dürfte. Ich habe in den letzten Tagen wiederholt gehört, dass man sich nicht so aufregen soll. Das gute Verhältnis zu den Verbündeten sei wichtiger als die Nachforschungen über irgendwelche Geheimdienstskandale. Ich sehe die Welt mit anderen Augen als die Politik. Und die Wahrheit ist, was ich sehe, ängstigt mich. Es ängstigt mich, weil wir unsere Feinde nicht mehr kennen. Der Schutz der Bürger stand mal ganz oben, die Rechtsstaatlichkeit. Jetzt wird jeder Bürger als potenzielle Gefahr gesehen. Doch wenn wir uns umsehen, wen fürchten wir mehr? Die Terroristen? Oder die Leute, die eigentlich unsere Verfassung schützen sollten? Unsere Welt ist nicht transparenter, sie ist undurchsichtiger. Sie ist durchzogen von einem Geflecht von Geheimdiensten, das komplex ist wie der gordische Knoten. Deswegen ist der Knoten auch das Symbol dieser neuen Organisation. UBI, das United Bureau of Intelligence. Wir werden versuchen, das Geflecht des Knotens zu entwirren und der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. I'm gonna be out.